Text und Deckkraftmasken in Adobe Illustrator. Was brauche ich dazu? Eigentlich 4 Panels oder Fenster. Das Verlaufsfenster, das Transparenz, das Ebenen- und das Farbfelderfenster. Sie finden diese Fenster unter Fenster, immer dem ABC nach. Alles, was ich jetzt ausgewählt habe, Ebene, Farbfelder, Transparenz und Verlauf hat so ein Häkchen, dass ich das auch finde. Gut, ich fange an, ich gehe auf das Textwerkzeug, schreibe hier einfach ein Wort, gehe dann auf den schwarzen Pfeil oder das Auswahlwerkzeug und mit gedrückter Shift-Taste ziehe ich das einfach ein bisschen größer, dann ziehe ich das noch ein bisschen in die Höhe und sage hier Unterschrift, ich möchte das in einem Pfad umwandeln. Wenn Sie das kontrollieren möchten, gehen Sie kurz auf den weißen Pfeil, da sehen Sie am einfachsten, dass Sie jetzt Pfade haben. Gut, ich gehe wieder auf den schwarzen. Dann gehe ich auf das Messer. Das ist ein Tool, das ich persönlich nicht so viel brauche, aber hier habe ich den Raketiergummi, die Schere und das Messer. Und jetzt fahre ich einfach so in Kurven über den Text. Das können Sie so machen, wie Sie möchten. Ich verschneide den ungefähr in der Mitte. Gut. Nächstes, jetzt möchte ich den oberen Teil schützen. Das heißt, ich wähle mir mit dem weißen Pfeil den oberen Teil aus, gehe hier in das Ebenenpanel, erstelle mir eine neue Ebene und schalte alles da, oder kopiere alles da drauf. Wenn ich das jetzt wegnehme, sehen Sie das. Ich schütze das, gehe gerade wieder auf die Ebene 1. Jetzt gehe ich auf das Rechteckwerkzeug und mache ein Rechteck. Das muss einfach so groß sein, dass alles drin Platz hat vom Text. Ich könnte hier auch mit Ansicht auf Pfadansicht umstellen und dann sehe ich das, dass ich das da zum Beispiel noch ein bisschen höher machen muss. Da reicht es auch noch nicht. Da gehen wir auch so. Jetzt haben wir alles. Ansicht wieder auf die normale Ansicht umstellen. Und jetzt gebe ich dem einfach den normalen Weiß-Schwarz-Verlauf. Ich wähle alles aus, gehe hier in das Transparenzfenster und sage mir Maske erstellen. Und jetzt erstellt er mir automatisch eine Deckkraftmaske. Das sieht man hier. Wenn ich das jetzt auswähle, gehe ich auf die Maske, gehe hier auf das Verlaufswerkzeug und ich kann mir jetzt hier selbst einen Verlauf machen. Ich zeige das mal mit einer Farbfläche, dann sieht man besser, was funktioniert oder wie es funktioniert. Also, ich gehe auf die normale Ebene und ziehe mir einfach eine Box auf, gebe der irgendeine Farbe und sage Objekt anordnen in den Hintergrund. Und jetzt sieht man hier diese Deckkraft. Ich wähle kurz alles aus, die Farbe natürlich nicht, gehe da wieder auf die Maske und ziehe das jetzt mal so rüber, dann sieht man das. Also das ist jetzt voll deckend und da habe ich keine Deckung mehr. Wenn ich das so runterziehe, sieht das so aus oder umgekehrt so. Ich kann natürlich da mir das schön einstellen, wann es kommt. Ich bin da hundertprozentig mein Chef und kann das genauso einstellen, wie ich möchte. So, machen wir das mal so. Gut, jetzt gehe ich auf das normale Feld, löse das ganz kurz und nehme mir hier das da und sage dem, du bist mal dunkelgrün, das geht natürlich auch. Dann in die anderen Sachen. Und hier kann ich auch die Farbe sagen. Ich sage hier mal, du bist jetzt ein hellgrün und schon hat er das Ganze übernommen. Also ich kann auch im Nachhinein die ganzen Farben noch ändern. Was man noch machen kann, zeige ich in einem zweiten Movie, wo es um das Gleiche geht.